Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frambo. Und nachdem wir in der letzten Folge diese Safe-Tür, sage ich mal, geöffnet haben, können wir jetzt möglicherweise unserem Gefängnis da entgehen. Ja, wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Gefängnis ist, aber ja, also irgendwie hat Edward uns so ausgetrickst, ne? Um es mal wohlwollend zu sagen. Ne? Also verschwinden wir hier mal in der Luke. Ach, hier sind wir! Ja, so riesig konnte diese Flugmaschine ja auch nicht sein. Moment, Licht war hier. Ich sehe es vielleicht im Dunkeln. Ja, ist da nicht Lichtschalter? Nein, dann ist das der Lichtschalter. Also mal eine Überraschung ohne Blut und Gedärme und Tote. Überraschung, Freunde. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da sitzt Mr. Midnight, Hasi, Mama Bär, kleiner Bär. Und da sitzen wir. Irgendwie bin ich ja vorsichtig geworden bei dem Spiel. Aber wenn es so ist, ist doch wirklich nett von ihm. Eine Geburtstagsparty, wow. Ich dachte, du wolltest Mr. Midnight töten. Du hast gelogen. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben dich angelogen, um deine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken. Tut mir leid, dass ich dich reinlegen musste, meine Freundin. Wir wollten dich überraschen, meine liebe Fran. Komm und iss Kuchen. Okay, danke, Kätzchen. Du hast mich wirklich überrascht. Danke, Edward. Also, ich traue der Sache nicht. Irgendwie traue ich der Sache nicht. Dieser Kuchen ist aus all dem gemacht, was du magst. Mr. Midnight sagte mir was? Und wir haben etwas ganz Besonderes für dich. Von allen auf dem Schiff, das heißt alle abgeboren oder hergestellt, hier bitte sehr. Ich hoffe, du findest es lehrreich. Wow, Geschenkpapier ist toll. Kann ich es bitte aufmachen? Ja, mach schon, öffne es. Wie sieht denn das wieder aus? Erinnert mich jetzt irgendwie an eine ägyptische Katzenmumie. Untersuchen. Oh, so schlecht war ich doch gar nicht. Wow, eine Katzenpuppe. Oh, vielen, vielen Dank. Ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Sie könnte deine Augen eine neue Sichtweise geben, weißt du? Wie in der Ultrarealität. Ist das das, was passiert, wenn ich die roten Pillen nehme? Sehe ich dann die Ultrarealität? Das kommt drauf an. Möchtest du Erklärungen? Ja, möchte ich. Definitiv. Schau mal. Was du siehst, ist eine Mischung verschiedener Realitäten. Also, echt jetzt? Ich jetzt? Oder nur sie jetzt? Und die Ultrarealität ist wie ein unsichtbarer Raum, in dem alles gleichzeitig existiert. Zum Beispiel haben wir genau an diesem Raumzeitkoordinate eine Geburtstagsparty. Aber in der Ultrarealität passieren die ganze Zeit andere Dinge. Langsamer, schneller oder einfacher, einfach unsichtbar für das menschliche Auge. Nur durch die Zeit können Menschen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definieren.
Dinge definieren, schottet die Realität ab. Es gibt den Menschen eine Chance, ihre Umwelt zu verstehen. Da ist was dran. Du hast eine andere Wahrnehmung der Umgebung. Sie ist nicht an Definitionen gebunden. Verstehst du, was ich sage? Sie ist also nicht so festgefügt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Ich fühle mich schwindelig. Das könnte am Auf und Ab des Schiffs liegen. Puste die Kerzen jetzt aus, Liebes. Wir sind fast da. Du meinst, wir sind gleich zu Hause? Hast du das gehört, Kätzchen? Ja, wir sind gleich da. Wirklich, wow. Wie aufregend. Okay, los geht's. Pust. Dunkel. Oh nein, nein. Nein. Das Licht flackert. Oh Gott, was passiert, Mr. Midnight? Geht es dir gut? Mir geht es gut, aber ich hoffe, das Schiff geht nicht kaputt. Es klingt gefährlich. Was ist los? Friend, du musst mir helfen. Ich muss die Maschine wieder steuern. Der Autopilot wurde von den Kamalas zerstört. Einer lebt noch. Du musst ihn loswerden. Finde ihn, schnell. Wie mache ich das? Wasser, das säubert. Beeil dich. Vergiss nicht, er versteckt sich vielleicht. Oh mein Gott, Kätzchen, ich habe Angst. Ich auch, meine Friend. Wir müssen den Kamala finden. Ich hoffe wirklich, dass das Wasser ihn zerstört. Gehen wir. Was heißt zerstört? Ich dachte, da wären sie diese Vakulas? Vakulas? Vakulas wären sie. Ja, und jetzt weiß ich auch, wofür diese Teekanone gut sein könnte. Also erstmal schmeiß eine Pille ein. Ja, und schon ist der Geburtstag vorbei. Dann gucken wir uns mal diese. Die hat nämlich. Die Katze hat nämlich am Bauch eine Tasche. Die wollte ich mir mal angucken. Wow, es öffnet sich. Ist das ein Schlüsselloch? Ich frage mich, was passiert, wenn ich den Schlüssel finde. Edward hat mir nicht erklärt, wie das funktioniert. Ich muss es herausfinden. Okay, ja, das wollte ich ja wissen. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir haben aber immer noch dieses Kästchen, aber das wird sich wohl weisen. Dann klettern wir mal hoch. Katze da? Katze weg. Aber ich sehe keinen Kamala. Aber ich probiere das jetzt trotzdem mal einfach mal. Was haben wir sonst an Wasser? Ne, der Tipp hieß ja Wasser. Wasser. Katze. Geht weg. Komm hier. Das wollte ich gar nicht. Jetzt hebel mal hier. Da. Katze nass. Sie ist kein Kamala. Ne? Geh mal runter. Hier ist immer noch der böse Osterhase. Hier ist immer noch abgeschlossen. Schade, ich habe gedacht, das Ding ist oben. Das Ding ist hier oben, wo wir die Wasserspritze haben. Ist nicht spooky, die beiden. Achso, er muss jetzt selbst. Der Autopilot funktioniert nicht. So, wo ist denn. Das ist der letzte Raum. Da ist er.
Sehr schön. Ich brauche Wasser. Habe ich Wasser? Na, Moment. Hier gibt's Wasser? Der Eimer passt nicht rein. Kann ich so ein Gläschen nehmen? Anscheinend nicht. Das Ding vielleicht? Können wir uns hier oben Wasser abzapfen. Kann ich diese Gießkanne hier irgendwo hinstellen? Ah, okay. Das ging anscheinend. Ja, dann. Dann können wir auf Kamala-Jagd, ja? Hier bist du, du böses Ding. Du machst unser Schiff kaputt. Edward sagte, du bist schmutzig und ich muss dich sauber machen. Hm. Aber woher kriege ich Wasser? Ja, da habe ich doch schon vorgebaut. Hoffentlich weg. Wo gehst du hin? Wie, was? Sollte das Ding nicht verschwinden? Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich kann jetzt nicht helfen, Friend. Ich muss mich auf das Steuern der Maschine konzentrieren. Kann es nicht finden? Wie werde ich ihn los? Ich weiß nicht, wie werde ich den Kamala loswerde. Wasser, Liebes. Wir haben genügend Wasser, um ihn loszuwerden. Aber ich musste Wasser suchen gehen. Ja gut, unsere Kanne ist weg. Ja dann. Machen wir das mal so, ne? Waffe hier. Naja. Ich glaube, ich bin den Kamala losgeworden. Ich bin die Beste. Ich sollte zurück zu Edward. So, machen wir zu. Nicht, dass wir die Schwestern wiedersehen. Edward, wir haben es geschafft. Der Kamala ist weg. Er ist weg, aber es ist zu spät. Ich kann dich nicht nach Hause bringen. Ich hab's geahnt. Wir stürzen ab. Auch das noch. Nein, bitte, sag's mir das nicht. Das ist nicht fair. Nicht fair. Verschweigst du mir sonst so etwas? Ja, es gibt keinen Kaffee mehr. Ich werde immer auf dich aufpassen, Liebes. Der Nächste. Irgendwie traue ich ihm nicht, aber er ist schon nett. Die zwei und das Schiff stürzte ab, bis es zerstört war. Alles war zerstört. Ende.
ist ein sehr trauriges Ende, Edward. Erzähl mir bitte noch eine Geschichte. Na gut. Das ist die Geschichte von Fran Bo und mir. Als sie mir versprach, niemals mich oder die Magie mit allem zu vergessen. Hehe, versprochen, Edward. Ich werde dich nie vergessen. Gut jetzt. Jetzt ist es Zeit zu schlafen. Erwarte mich in deinen Träumen, meine Freundin. Kapitel 4, Teil 2. Das Rezept des Doktors. Edward? Ja, viele Folgen haben wir irgendwie liegend begonnen, ne? Oder viele Kapitel. Fällt mir gerade so auf. Katze? Autsch, Kätzchen, wir leben noch. Wir haben den Unfall überlebt. Oh Gott, ja, wir leben. Ist das jetzt so schlimm? Aber Edward ist weg. Aber er hat uns nach Hause gebracht. Wir sind in der Stadt, Friend. Ich kann es riechen. Bist du dir sicher, Kätzchen? Sind wir schon zu Hause? Ich dachte, du würdest dich mehr freuen. Was ist los? Es ist nur, ich frage mich, wo Edward ist. Ich wünschte, er hätte sich verabschiedet. Vielleicht kannst du ihn mit Hilfe der Medizin wiedersehen. Ja, Kätzchen. Aber ich habe schon alle Pillen genommen. Siehst du, die Flasche ist leer. Und ich habe mich immer gefragt, ob die begrenzt sind. Naja, gehen wir nach Hause. Vielleicht kommt mich Edward eines Tages besuchen. Ja, wenn das jetzt mal so einfach wäre. Einfach nach Hause gehen. Hier liegt das Fahrrad, ne? Ein rotes Fahrrad. Es ist Edwards oder meins? Egal, es ist kaputt, also kann ich damit nicht fahren. Ich bräuchte Edward, damit er es repariert, aber er ist weg. Und ich habe keine... Und ich habe keine Tabletten mehr. Wir haben jetzt hier keine Augen, rechts, links. Was haben wir denn sonst noch hier? Katze? Warum ist er mitten halt? Siehst du den Mond? Er ist riesig. Ja, ich sehe ihn. Unser Zuhause ist auch in der Richtung. Aber wieso habe ich jetzt hier kein Auge? Keine Ahnung. Haben wir sonst hier was übersehen? Kaputtes Fahrrad? Ich kann da nicht rübergehen anscheinend. Aber da kann ich hingehen. Oh mein Gott, das ist unsere Straße, Kätzchen. Hayes Street. Ja, das ist sie. Was haben wir hier? Ein Gulli? Hier ist ein Schild. Ja, ansonsten ist ja nichts, ne? Naja, da werden die Leute sich denken, die kleine Irre ist wieder da und sie hat ein blutiges Messer dabei. Ja, dann, das Einzige, was wir angucken können, ist das Schild. Also mehr finde ich jetzt spontan nicht. Darauf steht Hell Street. Dann ist mein Haus diese Richtung. Ja, jein, dein Haus, wenn du erbberechtigt wärst. Ist das unser Haus? Hier sind wir. Sieht viel grauer aus als in meiner Erinnerung. Ich hoffe, Tante Grace freut sich, mich zu sehen. Ja, wohnt... Also Tante Grace kam doch sonst nur auf Besuch. Hier sind Blumenbeete. Oh, tut mir leid.
meine Insekten nicht weglaufen. Ja, ich nehme an, wir brauchen Schlüssel. Nicht weglaufen. Oh. Arg, kein Schlüssel. Was ist das? Ein Zettel? Darauf steht: Ich habe Schlüssel, aber ich habe keinen Schlüssel. Und der Zettel. Das ist alles so verwirrend. Was soll ich jetzt tun? Darauf steht: Ich habe den Schlüssel gezeichnet, Friend. Friend, das bin ich. Aber ich habe keinen Schlüssel und der Zettel ist auch nicht von mir. Das ist alles so verwirrend. Was soll ich jetzt tun? Hier hochklettern? Die Blumen sind ziemlich tot, die Armen. Ich hoffe, es regnet. Das Fenster? Ich kann gar nicht sehen. Die Tür? Tante Grace, hallo. Vielleicht ist sie nicht zu Hause, Schatz. Hast du den Schlüssel? Nein, ich habe nicht, aber ich weiß, irgendwo ist ein Schlüssel versteckt. Na, da waren wir vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich muss mich nur erinnern, wo. Finden wir ihn. Da drin ist es sehr dunkel. Na. Ohne Schlüssel geht die Tür nicht auf. Ich muss ihn finden. Ja, das haben wir ja jetzt. Ich denke, wir müssen hier hoch. Komm mal her, Kätzchen. Du musst hier hoch durch das Fenster klettern. Ich konnte den Schlüssel nicht finden. Scheinbar habe ich ihn schon genommen. In der Ultra-Realität, oder wie? Du hast den Schlüssel schon, aber hast ihn nicht? Das klingt sehr seltsam. In der Tat. Ganz komisch. Ich habe eine Notiz gefunden und weiß nicht, dass ich sie geschrieben habe. Aber um jetzt hier reinzukommen, musst du hochklettern und mir die Tür öffnen. Ah, na gut, wünsch mir Glück. Du schaffst das, Kätzchen, sei vorsichtig. Abgesehen davon bist du nicht strafmündig und ne. Eintrittskarte hast du auch schon geklaut, also. Sag mal nicht so. Hallo? Wie lange kann das dauern? Mr. Midnight, hörst du mich, Kätzchen? Öffne die Tür. Ach nein. Friend, ich kann es nicht glauben. Du lebst. Wo warst du? Dr. Dern. Von allen Trottel, die wir hier erwartet haben, habe ich den am wenigsten erwartet. Dann schon eher die zwei Schwestern. Nicht zurückbringen, lassen Sie mich. Gehen Sie weg von mir, ich werde nicht in die Anstalt zurückgehen. Ich habe dich so lange gesucht. Wie konntest du entkommen? Ist der dumm? Durch die gelbe Tür. Geht sie nicht an. Ja, durch die gelbe Tür bin ich. Wie jeder. Aber warum bist du draußen? Na, weil es drin scheiße war. Ich hab den Schlüssel nicht, aber Mr. Midnight ist drin. Er ist hochgeklettert durch das Fenster im zweiten Stock geschlüpft. Ach, das meint er jetzt. Mr. Midnight? Ist das nicht deine vermisste Katze? Ja, die habe ich ganz ohne eure Hilfe wiedergefunden. Ja, aber wir haben uns am Ende gefunden. Darf ich fragen, warum sie hier sind? Ich kam her, um Grace zu treffen. Ich muss ihr etwas Wichtiges sagen. Ich hoffe, da läuft nichts zwischen euch. Huh? So ein Stiefvater. Wollte ich jetzt doch nicht haben. Ich glaube, sie ist nicht zu Hause. Nun, vielleicht ist es besser so. Du wirst mit mir mitkommen müssen. Nein, ich verlasse mein Kätzchen nicht noch einmal. Wacht mir, bis er die Tür öffnet. Fran, ich glaube nicht, dass deine Katze drin ist. Das ist unmöglich. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Er ist drin. Er macht gleich die Tür auf. Ja,
Hör auf, Fran. Sieh es ein, deine Katze ist tot. Du musst jetzt mit mir kommen. Mich das oder fahren wir rückwärts? Okay, sieht aus, als würde man rückwärts fahren. Na, egal. Machen wir jetzt ein bisschen Konversation oder kramen wir hier die Bude um? Oder was können wir machen? Ich habe kein Inventory. Ich fühle mich so nackt. Tut mir leid, Fran. Ich will dir nicht wehtun oder Angst einjagen. Na, das machst du ganz prima. Ich mache mir nur Sorgen um Mr. Midnight. Ich habe ihn wegen Ihnen verlassen. Lebt er wirklich noch? Natürlich lebt er. Warum sollte ich lügen? Das fühlt sich alles so falsch an. Weißt du, Fran, ich wurde der Anstalt verwiesen, weil ich zu viel wusste. Ach, und jetzt? Machen wir auf Kidnapping, oder wie? Ich habe Dinge herausgefunden, die ich noch nicht verstehe. Naja, also wenn du die Sache im Keller meinst, kannst du ruhig uns fragen. Wir sind da im Bilde, ne? Mit den Pharmazie-Experimenten. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Schau dir diese Dokumente an. Familienmord in der Hay Street. Die Körper perfekt zerschnitten wurden. Martin und Lucia Bow? Deckenhardt? Wurden am Anfang der Woche brutal ermordet. In ihrer Wohnung in der Hay Street aufgefunden. Der Polizist Marco Hulmer sagte, es macht den Eindruck, als ob die Körper perfekt zerschnitten wurden. Der Schnitt zeigt keinerlei Zeichen von Gegenwehr der Opfer. Die Polizei befragte Grace Degenhardt, Lucias Zwillingsschwester. Ach, die sind Zwillingsschwestern? Ja, sahen sich auch ziemlich ähnlich auf dem Foto. Aber die Polizei bekam keine nützlichen Informationen. Das Nesthäkchen der Familie Fran Bow wurde einen Tag nach dem Mord an ihren Eltern im Wald aufgefunden. Sie erfror. Aha. Wir sind also offiziell tot. Ich klicke jetzt mal nicht drauf. Keine Ahnung, ob das dann verschwindet. Hier ist so ein Pentagramm. Pja. Liebe Gladys, erzähl der Zeitung von Fran Bow. Sie wurde im Wald gefunden, erfroren. Sie lief von zu Hause weg, als sie herausfand, dass ihre Eltern ermordet wurde. Gladys Hanna? Jetzt blicke ich gerade nicht durch. Wer ist Gladys? Wir haben Grace, wir haben Lucia. Liebe Gladys, erzähl der Zeitung von Fran Bow. Sie wurde im Wald gefunden. Wer ist Gladys Hanna? Geliebte Fran Bow. 17.12.1934, 22.07.1944. Fran hat nun keine Schmerzen mehr. Wir hoffen, du triffst deine Familie im Himmel wieder. Aber wer ist Gladys Hanna? Das müssen wir die kennen? Habe ich hier schon vergessen?
Als Held der Zeitung. Oh, wer hat dir gesagt, sie soll lügen? Ich bin nicht tot. Ja, habe ich diese Gladys irgendwie vergessen? Oh Mami, ich erkenne deine Hand wieder. Ich wünschte, ich könnte deine Hände auf meinem Gesicht spüren. Das Symbol, ich erinnere mich daran, es war mit Blut geschrieben. Gladys Hannah? Ist das nicht die Schwester? Die grauhaarige Schwester, ne? Aus der Klinik. Okay. Oh, Mami und Papi, es tut mir so leid. Was euch geschehen ist. Ich werde das Monster finden. Ich weiß, dass er es euch angetan hat. Warum sollten sie so etwas über mich sagen? Die Welt ist voller Lügen. Ja, wenn sie tot war, wird auch keiner mehr nach ihr gefragt haben. Ich bin nicht tot und auch nicht von den Schmerzen befreit. Außerdem ist Schmerz gut. Er sagt mir, dass etwas nicht stimmt. Zumindest haben sie ein schönes Bild von mir genommen. Ich lächle. Ja, aber ich bin nicht tot. Das sind alles Lügen. Das sehe ich. Ich habe auch herausgefunden, dass deine Medikamente vertauscht wurden. Na, du bist ja ein Blitzmerker. Dir wurde eine neue Variante Duotin gegeben. Als ich mir das im Labor angeguckt habe, waren die Ektoplumiatin-Werte zu hoch. Das kann nicht gut sein. Ektoplumatin erschafft eine Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das haben wir auch schon gemerkt. Das Problem ist, wenn das Ektoplumatin zu hoch ist, ist die Tür zu breit. Das führt zu großer Verwirrung in deinem Gehirn. Na, wir sind ja ganz gut klargekommen damit. Eine große Gehirnverwirrung. Ich bin etwas verwirrt, ja. Aber es liegt an all den neuen Dingen, die ich sehe und fühle. Was meinst du damit, Fran? Ich sehe die Ultrarealität und ich reise in andere Welten. Ultrarealität? Das müssen Folgen von Duotin sein, sonst nichts. Das stimmt nicht. Wenn ich noch mehr Medizin hätte, könnte ich es ihnen zeigen. Du brauchst die Medizin nicht mehr. Außerdem ist alles nur in deinem Kopf, Fran. Alles in meinem Kopf, sagen sie? Dann könnte ich es vielleicht kontrollieren? Ich meine damit, dass du die Dinge einbildest. Das ist alles. Ich habe versucht, meiner Mutter die Wahrheit zu sagen, aber Vater würde ihr wehtun. Aha. So sieht er also in der anderen Realität aus. Ich habe versucht, meiner Mutter die Wahrheit zu sagen, aber Vater würde ihr wehtun. Ich will meinen Vater nicht wieder mit dem Messer spielen lassen. Meine Arme tun weh. Oh, hat ihr Vater ihn mit diesem Messer wehgetan, Doktor? Was? Wer hat dir das gesagt? Sie. Oder etwa nicht? Ich habe gar nichts darüber gesagt. Oh mein Gott, dann stimmt es also. Oh, bitte konzentrieren wir uns.
Aber sie hören mir nicht zu. Wir müssen die Marat herausfinden. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Die Schwestern? Oswald? Wer weiß? Ich dachte, Oswald wäre tot. Ich weiß es, ist das große schwarze Monster, Remor. Er nahm mir meine Eltern und jetzt jagt er mich. Er will mich tot sehen. Ich wünschte, ich wäre in Iterster geblieben. Mit Palontras und dem großen Zauberer. Ja, die waren nett. Wovon sprichst du da bitte, Fran? Ich meine es ernst. Ich habe mich nie von Edward oder Palontras verabschiedet. Und mein Kätzchen ist alleine. Palontras? Edward? Bitte, Fran. Palontras ist der Arzt von Iterster. Er kann fliegen. Sehr flauschig. Und Edward ist mein treuer Freund. Er hat mich mit seiner Maschine nach Hause gebracht. Scheinbar hast du an einem Märchen gelebt. Es war nicht immer alles gut. Die Zwillinge sind fort, wegen mir. Ich habe gesehen, wie ich Mr. Midnight getötet habe und Mama und Papa sah ich auch. Die Zwillinge? Welche Zwillinge? Die Mädchen, die aneinander genäht waren. Aneinander genäht? Das erinnert mich an den Fall von Clara und Mia. Genauso hießen die auch. Zwei Mädchen der Anstalt. Die sagten, sie sähen eine Kreatur namens Edward oder so. Genau, es gab ja ein Foto von denen aus der Anstalt. Und wir haben die auch gesehen in der unteren Etage. Edward, ich glaube, das verstehen Sie falsch. Edward ist richtig. Was geschah mit dem Mädchen? Dr. Oswald experimentierte mit ihnen, er nähte sie zusammen. Hauptsächlich, um die Reaktion der DNA zu sehen. Aber nichts geschah. Ein paar Monate später starben sie und ihre Körper wurden in einen Brunnen geworfen. Das ist ja schrecklich. Sie können mich nicht zurück in die Anstalt bringen. Keine Sorge, das mache ich nicht. Ich habe dich mitgenommen, damit du mir hilfst. Vielleicht finden wir etwas, das uns zu den Verantwortlichen dieser Schande bringt. Danke, Doktor. Vielleicht hat Palontras doch recht. Sie sind kein böser Doktor. Sie sind nur ein alter Mann, der den Regeln folgt. Den Regeln folgen? Tja, heute Nacht nicht. Hier wären wir. Aber das ist der Friedhof. Was tun wir hier? Das wirst du schon sehen. Komm schon, mir nach. Ja, bevor wir jetzt Dr. Dern auf dem Friedhof folgen, wollte ich mich noch von euch verabschieden. Das machen wir nämlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis dahin. Tschüss.